Ja, hallo und herzlich willkommen in Holzhausen. Hier ist der Pit und der Markus. Und wir wollen heute ein neues Let's Play beginnen. Was lachst denn du da? Ja, ein Let's Play hier auf dieser legendären Map. Ich habe es ja schon angekündigt in der Map-Vorstellung, dass ich hier ein Let's Play vorhabe, aber ja, das Einzige, was sich geändert hat, sind die Mitspieler. Ja, bis jetzt haben wir dabei den Markus und dazu wird noch später der ein oder andere stoßen. Lasst euch einfach überraschen. Unter anderem auch ein bekannter YouTuber oder ein mehr oder weniger bekannter. Einige von euch kennen ihn vielleicht, aber lasst euch einfach überraschen. Ja, so, was machen wir jetzt? Ja, mit was fangen wir an? Ich mache erstmal mein PDA und guck mal. Wir haben Feld 17 und Feld 16 zur Auswahl. Ich würde sagen, dass wir vielleicht erstmal irgendwelche Sachen verkaufen, dass wir ein bisschen zu Geld kommen. Ich mache erstmal die Tore auf und guck mal, was wir hier überhaupt alles am Start haben. Ja, wenn du, wie viel Schlepper haben wir überhaupt? Ein Ein. Schlepper nur? Das ist scheiße. Ja, müssten wir wahrscheinlich erstmal ein bisschen was abfahren, dass wir uns wenigstens noch einen kleinen Schlepper kaufen können. Und ja, was wollte ich denn sagen? Was machen wir denn? Ich habe gerade, ja, aller Anfang ist schwer, ne? Ja, es ist natürlich jetzt doof, dass nur ein Schlepper da ist, ne? Ja, wir bräuchten auf jeden Fall erstmal einen zweiten Schlepper. Ich kann ja schon mal gucken, ob ich irgendein Feld abmähen kann. In der Zeit kannst du schon mal irgendwas wegfahren. Ich fahre mal hier ein bisschen was ab. Ich muss mich erstmal wieder ein bisschen dran gewöhnen. Also, liebe Zuschauer, seid mir nicht böse, wenn ich mich manchmal ein bisschen doof anstelle hier. Ich habe das Spiel jetzt Ewigkeit nicht mehr gespielt und ja, deswegen muss ich mich erstmal wieder ein bisschen dran gewöhnen. So, jetzt muss ich mal gucken, dieser Super Silo-Trigger, wie der funktioniert. Taste X, Fruchtauswahl, Weizen. So, dann nehmen wir den gleich mal raus. So, ich schnapp mir gleich mal. Vorgangseingabe. Schnapp mir gleich mal den Mähdrescher, dann gucke ich mal da hinten. Nee, nee, wir müssten, bevor wir was abmähen, müssen wir das erstmal düngen, weil ich glaube, die Felder sind nicht vorgedüngt. Also wegen Ertrag und was weiß ich nicht alles. Willst du das Ja. abfahren? Da fahr du ab und... Oder wie? Okay. Ja, dann fahre ich ab. Ja, der füllt ja eh noch. Ruhe, wo bin ich jetzt gelandet? Das fällt ja noch hier. Was hast du jetzt ausgewählt? Was für Weizen, eine glaube ich. Weizen? Ah, wie lange füllt er denn? Füllt er echt noch auf? Es wird gar nichts angezeigt hier, dass Nö, dir irgendwas auffällt. das ist doch nichts drin irgendwie. Hups. Fahr mal ein Stückchen zurück oder vor oder so. Ah. Es wird mir auch gar nichts angezeigt. Nee. Das aller mal. Ich fahre noch mal hin. Da geht's nämlich schon los, ne? Ich glaube, du musst diesen Moment. Trigger genau erwischen, aber... Ich guck mal, vielleicht haben wir auch gar nichts drin. Hier haben wir... Raps haben wir 8000. Gerste haben wir auch Auch 8000. geht da irgendwas runter von der, da steht auch Nee. eine Zahl, wie viel drin ist? Geht Nee. nichts runter, nee. Seltsam. Aber ich will mal was, ich fahre mal ein Stückchen vor, dass das aufhört und dann fahre ich nochmal zurück. Und dann wähle ich mal was anderes aus. So, ach ja, genau. Wir können ja mal schnell hier ein bisschen erklären, was diese ganzen fliegenden Symbole hier zu bedeuten haben. Wir haben dem Map by Apple Optec, och, was für ein Wort, ey. Mod hier mit aktiviert, um uns ja so ein bisschen nebenbei ein paar Sachen zu kaufen, also dass der Spielspaß ein bisschen erhalten bleibt und man auf irgendwas halt hinarbeiten muss. So, du wolltest ja eben, hast du, bevor wir das Let's Play angefangen haben, hast du mich doch gefragt wegen dem Container hier. Richtig. Das können wir ja mal schnell vorführen. Warte mal, ich steige mal eben aus. Ich komme mal. Was da jetzt passiert, also es ist jetzt nicht, das kostet ja nur 1250. Kannst das ja mal ausführen und ihr guckt mal alle jetzt so hier auf den Hof und du zählst mal drei rückwärts, bis du C drückst. Und beobachte mal so ein bisschen den Hof, die Fahrspuren und so. Also ist 3, 2, 1, jetzt. So,
Aber hast du gesehen? Jetzt hat sich der Hof so ein bisschen aufgeräumt, also optisch ein bisschen, ja, sauberer geworden. Beschönert. Das war eigentlich alles. Ob das jetzt so bleibt, weiß ich gar nicht. So, ja, was machen wir denn hier mit den Abtanken, ne? Das scheint nicht zu gehen. Doch, das Raps, das ging jetzt, also Das Raps ging. ja. Naja gut, dann fahr das Raps weg und ich schaue mir erstmal jetzt endgültig an, was wir auf Feld 16 machen können oder machen müssen. Das ist auf jeden Fall schon mal Raps, das sehe ich von Weiden. Ja, ich habe gedacht, das ist Mais. Sieht auch aus wie Mais. Mais. Ich meine ja Mais. Jetzt muss ich mal gucken, wo wir das beste Angebot für Raps Nee, halt, das bekommen. ist Feld 18. Wir müssen mal hier durch das Maisfeld mal ein bisschen hüpfen hier. Upsala. Denn da Ach will ich. so, okay, da habe ich mich verguckt. Ja, hier haben wir. Siehst du, hier haben wir nämlich Raps. Bevor du diesen Hänger jetzt abfährst, machen wir Folgendes. Ich wandere immer wieder zurück durchs Maisfeld. Wir nehmen mal die Düngemaschine, Okay. den Düngerstreuer und düngst mal, oder das kann ich auch machen, wie du willst, das Feld 16. Kommen wir hier raus. Wow, jetzt hätte ich mich fast überfahren. Passt. Wir düngen erstmal das Feld 16, aber jetzt müssen wir auch vorher erstmal hier den Düngemittel. Oh nein, was haben wir getan? Kann ich das kaufen? Soll ich das schnell verkaufen hier, was ich hier im Hänger habe? Ja, mach das mal genau. Okay. Wir haben nämlich kein Geld mehr für unseren Saat und Dünger. Weil das muss man auch am Anfang kaufen. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. So, und solange der Markus da umherfährt, fahre ich schon mal den Drescher in Richtung Feld. Boah, komme ich überhaupt raus mit dem Teil? Sieht ja. Siehst du? Haben wir nämlich schon ein Problem hier. Aber gerade so. Ja? Ziemlich eng, ne? Ja, ein bisschen eng gemessen hier. Ja, im Laufe des Let's Plays werdet ihr dann auch sehen, meinen eigenen Thresher. Mal gucken, wann wir uns den dann zulegen. Ich sag mal, für den Anfang reicht ja hier der Kleine erstmal. Ah, toll, jetzt haben wir ein Problem. Was denn? Wir bräuchten einen Schneidwerkswagen. Oder ich muss mir einen anderen Weg suchen zum Feld 16. Ja. Ich passe hier nicht durch mit dem Schneidwerk auf dem schmalen Weg. Ja, also ich habe da einen eigenen Drescher, so ein bisschen anderer Skin, also ist schon ein schickes Teil und den werde ich dann im Laufe des Let's Plays. Ach, ich habe heute echt einen kleinen Sprachfehler. Ja, im Laufe des Let's Plays werden wir den dann mal mit reinnehmen. Und ich kann ja schon mal sagen, wenn ihr mal Lust habt hier mitzuspielen und ja, auch mal mit in der Folge dabei sein wollt, ihr könnt euch liebend gerne melden als Kommentar und das Video einfach schreiben, ja, ich möchte mal mitspielen und so. Wir haben einen eigenen Teamspeak-Channel, der steht auch unter dem Video, in der Videobeschreibung drin. Und ja, jeder Gastspieler ist gern gesehen, ne? Markus! Ja, Sehr schön. bin noch da. Sehr schön. Nicht, dass du hier bei der Arbeit einschläfst, ey. Nee, ich habe jetzt verkauft, also jetzt 14.000 hier. Jo, was machen wir denn da jetzt? Machst du mal den Düngerstreuer klar? Okay, mache ich. Da kommst ja du. Ja, warte, ich fahre hier mal ein bisschen an den Rand. Ja, fahr ruhig raus. Nee, ich Oder ist stell das dir. schon? Das ist schon das Feld hier. So, Ach, kommst du da okay. raus? Kommst vorbei, oder? Natürlich. Sehr schön. So, und dann fangen wir nämlich auch gleich hier an. Und dann fährst du vorne weg und düngst das mal und ich Aber sind die Felder nicht schon vorgefertigt? ich glaube, die sind nicht gedüngt. Oh nein, ich habe das Schild umgefahren. Oh Verdammt! Gott. Das hat auch keiner gesehen, oder? Oh Gott. Du keine Zeugen, Karambolage. kein Kläger. Karambolage. Verdammte Axt. Ist der Oberhammer.
Siehst du, wirst du gleich eingestellt als Lohnunternehmer hier? Sollst hier den Hof Holzhausen verwalten und was machst du? Nur Scheiße, Jetzt ey. ist das mal das Schild glatt. So, ich gucke mir mal ein bisschen hier die Landschaft so lang an, wie du da noch unterwegs bist. Okay. Sieht toll aus, die Map. Also, die haben sie echt schön gemacht. Da muss ich aber erst diesen Ding kaufen, ne? Diesen Diesen Düngerstreuer, ja. Datendünger. Wer ist denn hier? Nicht diesen Düngerstreuer, diesen Buyable Object da. Hier sieht man im Genau. Feld umhergefahren. Sind Fahrspuren im Feld. Lassen Sie sich sagen. Ja, hier wurde gerade was gekauft, ich soll mir sagen lassen. Was hast du gekauft? Ja, diesen Dünger, Ja, ich Container, weiß das Düngerfässchen habe ich doch. gekauft. Ich lese doch. So, ich mache schon mal mein PDA wieder weg hier. Ach, was hänge ich denn da wieder an? Ah, falsch. Und die Saatmaschine, die brauchen wir nicht. Ja, und auffüllen mussten erst, ne? Ja, das muss, glaube ich, da vorne drin sein. Das ist ja selbstverständlich, ne? So, ich guck mal so lange, was wir hier hinten haben. Oh, das ist so eine schöne Map, auch mit Kreisverkehr hier so mittendrin. Ja, mit Frostmod. Das seht ihr alles noch im Laufe der nächsten Folgen. Ja, ich würde mal sagen, wir werden uns erstmal so ein kleines Startkapital anlegen, dass wir ein paar Leute hier beschäftigen können. Dass wir vielleicht noch zwei, drei Schlepper kaufen, noch eine größere Sämaschine, weil die wir haben, die kannst du dir echt einen Hasen geben. Ah, die kannst du vergessen. So, ich fülle jetzt auf und Wieso guck ruckelt das gleich. denn gerade so hier? Jetzt auch gerade mal ein bisschen geleckt. Ja, das ist ja mein lieber Server-Hoster, den ich leider nicht nennen will. Also es wird gleich vorbei sein. So, ich komme jetzt. Ah, ich komme, ich laufe zurück. Ich bin hier gerade bei dieser Mühle. Ist das die Mühle? Ja. iFogTeam.de ist da oben drauf. Ein Werbebanner. So, ich komme sofort zurück. Ich bin hier Schock. im... Bin mal ein bisschen spazieren gegangen so lang und habe mir ein bisschen was angeschaut. Jetzt habe ich gar nicht auf die Uhr geguckt, weil ich wollte ja immer so 20 Minuten Folgen produzieren. Das ist meiner Meinung nach das Angenehmste, was man so, ja, was man sich so zum Ertragen ist. Oder könnt ihr mal sagen, was ihr gerne verfolgen wollt? Ob 20 Minuten oder 15 Minuten oder 25 Minuten und ist doch schon gedüngt, wa? Ja, das ist schon gedüngt, ja. Ah, toll. Das war jetzt mal Aktion X. Ein Satz mit X, das war wohl nix. Normalerweise kannst du es jetzt abmähen. Ja, mache Eigentlich ich auch. schon vorgefertigt. So, mal schön mit Innenansicht machen hier. Ach nee, mit Innenansicht, das komm ich absolut nicht klar mit dem Teil. So, da machen wir erstmal eine kleine Vorgehwende, einmal drumherum. Und das wird jetzt echt richtig spannend. Ist das spannend. Sag ich schon mal den Hänger holen, ne? Ja. Genau. Den Anhänger. Den Anhänger. Ja, wir können ja auch die sämtliche anderen Felder alle ernten. Siehst du, wer lesen kann, ist auch klar im Vorteil, weil ich glaube auch auf der Download-Seite. Die steht auch übrigens dann auch in der Videobeschreibung drin, falls ihr euch die Map dann runterladen wollt und ja, selber auf der Map spielen wollt. Seht ihr alles in der Videobeschreibung, den Download-Link. So, jetzt habe ich vor lauter Labern vergessen, die Kurve zu fahren. Nee. Ja, da steht nämlich auch, dass die Felder vorgedüngt sind. Ich glaube, ich muss mal den Lichtschalter auf eine andere Tastenbelegung machen hier. Nämlich wenn ich rein und raus zoome, das habe ich jetzt auf meinem Gamepad auf den Pfeiltasten links und rechts, dann geht das Licht mit an. Das ist jetzt nicht so. Und was ich auch unbedingt noch machen muss, was wir noch machen müssen, ist den ES-Limiter mit
reinmachen in die Mods. Das merke ich gerade, den haben wir vergessen. Aber es sei uns verziehen, wir sind ja noch ganz am Anfang. Ich habe da auch noch irgendwo einen ewig geilen Mod rumliegen, wo du dann per GPS fahren kannst. Ja, genau. Ich glaube, den brauchst du auch hier, weil der Helfer, der richtet sich nicht aus nach den Feldlinien. Also wir fahren ja eh nicht mit Helfer, von daher. GPS finde ich ganz okay. Hast immer eine schöne gerade Linie. Genau. Nicht so ein Rumgeeier. So, ich werde jetzt da mit dem Hänger, wenn du dann voll bist. Und dann 29% habe ich erst. Ja. Das dauert noch ein bisschen. Ja, wir können uns hier mal abwechseln, dass das jetzt nicht so eintönig wird. Wenn der erste Mal voll ist und so, und nicht fährst du einmal ab, dann fahre ich einmal ab und... Alles klar. Oh, ich habe mal Bock hier Meister zu häckseln. Ich sehe den Meister drüben stehen und da kriege ich so richtig das Kribbeln in den Fingern. Wir haben, glaube ich, gar keinen Meister. Ja, eben, haben wir nicht. Ja, wenn ihr jetzt mal einen Vorschlag habt für einen schönen Maishäcksler, den wir hier verwenden können, macht einen Kommentar unter das Video, wo wir den finden, mit Download-Link vielleicht und so, weil ich habe jetzt schon ein paar probiert und ich bin eigentlich ja noch nicht so richtig entschlossen, welchen ich da jetzt welchen ich da nehmen sollte. Also ich persönlich bin so ein kleiner Klaas-Fan. Das seht ihr dann später auch an unseren Fahrzeugen, weil ich habe jetzt viele Klaas-Mods. Ich mag das. Mag die Farben. Ja, ich auch. Klaas ist gut. Ja, so ein schönes Giftgrün, Weiß, Rot. Das ist schon cool, ey. So John Deere gefallen mir auch, aber eher nur die Traktoren. Ja, John Deere ist auch gut. Ja. Ach, bist voll. Nein, aber jetzt, wo du jetzt gerade sagst, ich habe noch einen Mod, wo du quasi sehen kannst, wie voll mein Kontank ist. Ja, das ist dieser Inspektor-Mod, der ist gut. Genau. Den nehmen wir auch noch mit rein, weil der ist eigentlich richtig gut. Aber ich denke, ich habe irgendwo noch einen Mod rumliegen mit so einem Maishäcksler von Klaas. Ja, ich wollte ja... Relativ guten eigentlich. Ich wäre ein bisschen so, was die Zuschauer wünschen, weißt du? Also, ja. Bei mir persönlich ist es egal, mit welchen Fahrzeugen ich rumfahre. Und ich glaube, die Map, die eignet sich auch richtig schön mit großen LKWs und so, weil das ist so eine jetzt nicht zu kleine Map. Also ich freue mich dann noch. Ich habe da noch zwei ewig geile Mods. Müsste, glaube ich, auch klar sein. Zwei Traktoren. Die hat ein Kumpel von mir mal selber gemoddet. So mit Musik und hast du nicht gesehen. Also wenn du die Hubel drückst, dann läuft Musik. Ah ja, das habe ich auch schon mal gesehen. Aber das ist ja kein Problem, weil du kannst ja, du baust die einfach die Sounddatei von der Hube einfach um. Ja. Und dann... Ja. Finde ich lustig gemacht. Aber weißt du, was wir jetzt machen? Wir machen jetzt erstmal einen Schnitt. Und ja, beenden mal hier diese Folge, weil ich bin jetzt mal schätzungsweise, ich glaube, wir haben schon 20 Minuten voll. Ich weiß es nicht, ich habe keine Uhr. Hätte jetzt mal auf die Uhr gucken müssen vorher. Ja, und wir sehen uns einfach wieder in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Der Markus ist auf jeden Fall dabei, ich auch. Und auf jeden Fall. Ja, bis dahin. Ciao. Ciao.